27 Wolle haben wir. Wir werden noch den Rest an dem Glaskabel fertig machen. Warum? Weil wir es können. Weil wir es einfach können. Und damit laufen dann automatisch oder läuft das Gewächshaus automatisch. So, sehr schön. So, das sollte jetzt auch genügen eigentlich. Dann werden wir mal den und den hier noch rauspacken, weil den brauchen wir erstmal nicht mehr. Hier mal kurz nach hinten. Hält doch so ein bisschen unorganisiert aus hier, aber naja. Ist es so. So, 1, 2, 3. Ich hoffe, es reicht jetzt tatsächlich. Boah. So. Zap, zarab. Jetzt sollten sich hier überall Kanäle bilden. Wunderbar. Kanal ist drinne. Kanal ist auch drinne. Kanal ist auch drinne. Ne? Ihr seht, das schwarze Kabel. Also wird dann halt das Feld hier auch schwarz. Und ist dann nicht mehr weiß. Und wenn jetzt noch überall ist. Die Kiste ist jetzt auch leer. Hat auch einen Kanal. Kicken wir ganz hinten nochmal. Hat auch einen Kanal. Wunderbar. So, und wenn wir jetzt mal durchzählen. Wir haben jetzt hier 9 Geräte, 9 Ernter. Nein, Quatsch, 9 Pflanzer und einen Ernter zu laufen. Haben wir jetzt 9 Kanäle verbraucht. Das heißt, das Kabel, ne, das Dance-Kabel hier oben, das dichte Kabel, müsste uns im Prinzip 10 belegte Kanäle anzeigen. Na, wenn wir jetzt mal die erste Reihe hier rausnehmen, die ersten 3, weil die haben wir separat angeschlossen, müssten jetzt ja hier theoretisch 7 Kanäle verbraucht sein. Ne? 6 Pflanzer und ein Ernter da oben. Und guckt mal oben auf das Weiler, 7 von 32 Kanälen verbraucht. Wenn wir jetzt davor gehen, kommen die restlichen 3 Geräte noch mit dazu. Das heißt, wir haben jetzt hier noch Platz an dem dicken, fetten Kabel, egal ob da vorne oder wir verlängern das, spielt halt keine Rolle, können wir jetzt noch 22 Geräte anschließen. Auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch, da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie ich das mache, das nach oben legen, das Kabel, und noch locker 2 Etagen mit demselben Kabel versorgen. Ne? Wir brauchen ja pro Etage, verbrauchen wir ja bloß 10 Kanäle. Huch. Ja, das war das. Das heißt, jetzt dürfen sich auch keine Seeds mehr im System aufhalten. Ja, habt ihr gesehen? Da kam gerade eben ein Redstone Seed rein und wird gleich wieder rausgepumpt und geht auch gleich wieder in die Kiste zurück. Dafür müssen wir aufpassen, weil sich die Essenzen jetzt natürlich hier unendlich großartig stapeln. Das heißt unendlich, so unendlich ist es ja nicht, denn irgendwann sind die Disketten voll. Das heißt, wir müssen uns auf alle Fälle noch ein paar Packer fertig machen, die dann aus den Essenzen, was ich jetzt hier manuell machen könnte, halt die Wasseressenzen nicht, nehmen wir mal Glowstone. Ja, früher war es mal anders gewesen, da waren es immer nur 8 Essenzen, jetzt brauchst du immer 9. Macht sich durch die Packer eben einwandfrei. Das einfach bloß zusammenpacken hier und damit ist die Welt in Ordnung. Und dann, ja, mit einem Export-Bus das Zeug alles in gewisse Kisten laufen lassen, dass es dann gleich durch die Mechanismenmaschinen gehauen wird. Und damit ist die Welt auch in Ordnung. So, aber das automatisieren wir dann immer noch ein andermal. Das soll uns erstmal nicht so interessieren. So. Ach Quatsch, war noch mehr, ich bin ja blöd. Ah, und kein Redstone-Mangel mehr. Alter, ist das geil. Ist das geil. Halt, da war noch was. Ah, Aluminium halt vergessen. Ja, siehst du, das kann man alles automatisieren. Passt schon. So, was ich auf alle Fälle brauche, ist halt, ich brauche die Airseeds. So, die brauche ich definitiv. Ich muss nämlich Schneebälle herstellen ohne Ende. Und dafür brauche ich diese hier. Und diese, ach, mit leeren Glasflaschen, das war's. Das war's. So. Haben wir das? Dann brauchen wir die gelben Essenzen, haben wir jetzt ja nicht. Zack.
Halt. Können wir da hier reinschmeißen. Und nochmal lauschen. Nix. Einfach nur nix. Ich finde das gut. Ich hab das Deep Dark hingekriegt. Und das beim ersten Mal. Erster Versuch. Halleluja. Was wollte ich denn gerade? Achso, hier wollte ich. Ich hab ja nicht. Braucht ich jetzt gelbe oder braucht ich jetzt orangene? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das waren die. Ach, verdammt. So. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auf alle Fälle. So, das heißt, wir brauchen jetzt Minikio-Essenzen. Kriegen wir die eigentlich nur aus den Erzen oder kriegen wir das auch mal woanders her? Weil normalerweise sollte der sich ja eigentlich... Ah, ist der Block. Ach. Verdammte Axt. Naja, gut. Jetzt der mal dahin gestellt. Ja. Das war das. Ich weiß noch nicht, wie das schneiden soll. Da war so produktiv die Runde gewesen. Wir haben das Deep Dark, wir haben das Gewächshaus automatisiert. Wir haben eine Schaf-Wolf-Farm automatisiert. Wir haben den Controller haben wir drin. Ich habe euch die Kabel erklärt. Alter. Alle da, alles fertig. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Ach, ich freue mich wirklich richtig. Fire und Earth Seeds. Na. Ja, soll es das erstmal gewesen sein? Ich glaube, ich werde offline, werde ich nebenbei versuchen, oben nochmal die Farm da ein bisschen auszubauen. Wobei, da muss ich gucken, ob ich hier designtechnisch mit dem Kabel klarkomme. Aber ich meine, könnte man was machen. Muss ich mal schauen. Weil hier kommt ja eh noch ein Zwischenboden drin. Ne? Das ist ja hier nur, wie gesagt, ach, wisst ihr was? Das war doch nicht. Wir sind so produktiv heute. Wir sind so was von mittendrin statt nur dabei. Wir werden noch mal einfach jetzt noch die Färbemaschine machen. Wir werden noch ein bisschen Glowstone einfärben. Ich habe keinen elektrischen Stahl mehr. Warum habe ich keinen elektrischen Stahl mehr? Willst du mich gerade verscheißern? Silizium und Stahl. Ach hier. Eisen, Kohldust und Silizium. Gar kein Problem. Eisen, Kohldust und Silizium. Das hauen wir jetzt hier auch durch. 1, 2 und 3. Zap, zarab, er macht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und ja, Färbemaschine. Dann werden wir nämlich noch die untere Etage von der Farm noch dementsprechend, wie sagt man denn dazu? Beleuchten. Und dann haben wir das. So, da ist er. Sehr schön. Okay, dann können wir auch gleich ein bisschen vorbereiten. Wir nehmen hier ein bisschen Glowstone. Wie gesagt, haben wir jetzt ja keine Mangelware mehr. Nehmen wir gleich einen Stack. Wir haben hier noch den polierten Steinziegel. Brauchen wir nur einen, den nutzen wir als Vorlage, als Muster. Können wir jetzt hier noch irgendwo Strom anschließen, so ohne Weiteres? Ja. Kann man machen. So, deaktiviert. Da kommt auch nichts raus. Alles schick. Warte mal, ist ja eigentlich Quatsch. Ich kann es ja eigentlich, kann ich es ja... doch ein bisschen mehr durchlaufen lassen will, wa? Dann könnte ich doch theoretisch... als Ausgang nehmen. Aber ich zeige euch mal ganz kurz nur
wie es funktioniert. Ne? Wir haben jetzt hier ein Muster drin, eine Vorlage und wir legen den Glowstone rein. Und was macht jetzt die Maschine? Die nimmt jetzt das Muster und bemalt den Glowstone. Und was das halt macht, das zeige ich euch auch. Hoppala. Zap, zap, nehmen wir mal hier. So. Ne, ihr seht, ist relativ dunkel, aber wir gehen mal in die Mitte einfach rein, kann man es am besten sehen. Hier ist es dunkel, ich packe den Stein rein. Es sieht genauso aus wie original, nur dass es anfängt zu leuchten. Es ist hell. Man spart sich die Fackeln, die stellenweise doch mittlerweile in einem Technik-Modpack sehen Fackeln doch relativ oldschool, unnütz aus. Braucht kein Mensch, will kein Mensch. Andere Lampen könnte man auch machen, logisch. Aber wenn man auf Lampen gänzlich verzichten möchte, dann ist so eine Färbemaschine natürlich halt das Beste, was man sich vorstellen kann. Meiner Meinung nach, ne? Gibt immer andere Meinungen, sollt auch jedem, ja, kein Problem. Andere mögen wirklich diese illuminierten Lampen, weil die stylisch gesehen auch ein nicht herheben, ja, kein Thema. Vorteil ist übrigens noch, ich weiß nicht, in welchen Modpacks ihr bisher geschaut habt, wenn ihr euch mal verklickt habt und ihr baut die Dinger ab, dann musstet ihr die damals nochmal neu nachfärben. Weil die einfach ihre Struktur verloren haben. Ist jetzt nicht mehr so seit den letzten Updates irgendwann mal. Kann man gleich wieder neu setzen. Behalten ihre Struktur. Alles schick. So, das werden wir jetzt noch machen. Was brauchen wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück brauchen wir jetzt noch. Achso, und die da oben theoretisch ja auch. Können wir aber dann halt ein andermal machen. Machen wir erstmal die untere Etage und dann beende ich halt tatsächlich die Folge, weil ich habe so viel gezeigt, ich habe so viel erklärt. Bei Stunde 30, naja, da durften jetzt so 3-4 Folgen wieder gewesen sein. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide. Da ist übrigens das Loch, was ich vorhin gesucht habe. Na gut. Ach, ist das herrlich. So, zack, 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 zack. Da ist noch einer. Den müssen wir auch noch reinnehmen. Ja. Reicht uns das von der Beleuchtung her? Wir können ja mal gucken, was unser Mob-Spawner sagt. Ja, nicht. Hier spawnt nichts. Na, da haben wir. Gut. Nö. Haben wir nichts. Bleibt alle duster. Sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Der ist hier noch am Ackern. Der ist fertig. Alles klar, den kann man wieder rausnehmen. Man könnte jetzt halt auch sagen, wenn man sich eine größere Menge haben möchte, hier bla bla, immer aktiv. Okay, zieht da also auch raus, funktioniert auch. Das heißt, das bemalte Glowstone, wie es so schön heißt, landet auch wieder im System. Also alles da, nichts verschwindet. Alles gut. Was mir vielleicht noch einfallen würde, ist, dass man... Naja, gut. Sind hier Speed-Upgrades drin? Ne, sind es nicht. Wir sollten vielleicht noch eine Beschleunigungskarte. Wie viel haben wir denn davon noch? Beschleunigungskarte. Hallo? Eine Beschleunigungskarte. Und ich befürchte, dass das vielleicht nicht ganz... Oh, es hat hier Diamanten mehr. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hä? Ich wollte eigentlich die hier nehmen. So. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Zieht sich immer alles schön schnell hier noch raus. Ach, schon wieder 17 Wolle. Na, siehst du mal, das läuft doch. So, wir werden mal kurz dann gleich noch die Dinger, die Schafe füttern. Was wollte ich gerade noch machen? Beschleunigungskarte, Beschleunigungskarte, Beschleunigungskarte. Beschleunigungskarte. Da habe ich vergessen, was ich machen wollte, verdammte Axt. Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommt hier. So, zack. Je mehr Schafe wir haben, desto schneller haben wir Wolle. Ah, zwei, dreimal so füttern können wir noch. Passt. Was wollte ich denn jetzt gerade noch machen? Ich wollte doch gerade... Das waren die Upgrades. Das war hier gemacht. Ach, keine Ahnung.
Keine Ahnung. War jedenfalls super produktiv. Ich bin super glücklich mit der Aufnahmesession. Gefällt mir richtig gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Warte mal, wie machen das die anderen immer? Nee, das war jetzt wieder blöd. So. Guck mal in die Kamera einfach rein. Zack. Über mir könnt ihr mich abonnieren. Unten rechts seht ihr ein von YouTube für euch empfohlenes Video, was YouTube glaubt, dass euch gefallen könnte. Links unten seht ihr die Playlist zur gesamten Reboot-Staffel, Staffel 3 in dem Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und tschüss.